Wie? Das soll einfach so vorüberziehen? Der Millionenskandal bei VW, der zum Himmel stinkt? Die Vorstandsfrau Christine Hohmann-Dennhardt fährt nach 13 Monaten Arbeit, ich nenne es mal Arbeit, mit 12,5 Millionen Abfindung und einer lebenslangen Rente von 8.000 Euro im Monat vom Werkshof. Der frühere Vorstandschef Martin Winterkorn, tief in den Abgasskandal bei VW verstrickt, erhält eine Betriebsrente von 3.000 Euro pro Tag. Ich habe mich nicht versprochen, 3.000 pro Tag. Und jetzt kündigt VW an, man wolle die Vorstandsbezüge, und zwar nicht etwa alle zusammengerechnet, sondern im Einzelfall auf 10 Millionen im Jahr deckeln. 10 Millionen, wo ist da eigentlich der Deckel? Und die Politik schaut bei all dem zu, ja, sie macht mit. Angela Merkel hat zu den Zuständen kein Wort verloren. Offenbar hat sie das Gefühl dafür verloren, ist komplett in die Außenpolitik entschwunden. Und Martin Schulz, ihr Herausforderer, backt kleine Brötchen. Er könne mit dem Fall Hohmann-Dennhardt nur schwer leben, hat er verkündet. Er müsste damit überhaupt nicht leben können, denn er hat Gerechtigkeit auf seine Fahnen geschrieben und er bemüht überall die hart arbeitende Mitte, für die er kämpfen wolle. Die hart arbeitende Mitte hat aber überhaupt kein Verständnis dafür, dass eine Frau mit SPD-Parteibuch derart in die VW-Kasse greift. Und die hart arbeitende Mitte kann es auch nicht ertragen, dass der SPD-Ministerpräsident von Niedersachsen, Stefan Weil, und sein Wirtschaftsminister im Aufsichtsrat all dem zustimmen. Niedersachsen ist ja mit 20% an VW beteiligt. Also hat die SPD, wenn man so sagen will, die SPD mit der IG Metall zusammen eine Mehrheit im Aufsichtsrat. Deshalb gehört der Fall jetzt auch nochmal auf die Tagesordnung und er muss einschneidend korrigiert werden. Dafür hat Martin Schulz zu sorgen. Dieser Millionenskandal bei VW muss zum Wendepunkt für die Moral in der deutschen Wirtschaft werden.